Ein ICE nähert sich dem Hauptbahnhof München. Dem Lokführer graut. Er weiß genau, was jetzt auf ihn wartet. Lars Gregorius arbeitet bisher in Stuttgart. Nun wird er nach München versetzt. Er braucht dringend eine Wohnung. Seit 3 Monaten ist er auf der Suche. Es ist der blanke Horror, in München eine Wohnung zu finden. Es ist anstrengend von den Anfahrwegen her. Die Wohnungen sind teuer, es sind sehr, sehr viele Mitbewerber da. Der Zustand der Wohnungen teilweise und halt der Preis, das ist gerade das Erschreckendste hier überhaupt. Wie Lokführer Lars Gregorius geht es vielen, die in den deutschen Ballungsräumen auf Wohnungssuche sind. Hier in München ist das Wohnungsangebot besonders knapp. Die Mieten sind die höchsten Deutschlands. Lars Gregorius wird in München vom Regional- auf Fernverkehr geschult. Solange die Ausbildung läuft, bleibt nach Dienstschluss Zeit für die Wohnungssuche. Die Ausbildung ist bald vorbei und dann muss ich hier anfangen mit Arbeit und da brauche ich einfach eine Wohnung. Also ich kann jetzt nicht jeden Tag hierher fahren. Und schon geht die Suche los. Öffentliche Wohnungsbesichtigung nahe der Münchner Freiheit. Das Viertel ist begehrt, der Andrang gewaltig. Auch Lokführer Lars Gregorius kämpft sich durch. Bisher hat er nur Absagen bekommen. Diese Wohnung kostet 460 Euro warm. Das ist günstig. Allerdings ist sie nur so groß wie ein Hotelzimmer. 20 Quadratmeter, inklusive Bad und Küche. Es war okay, sagen wir es mal so. Die Wohnung ist sehr, sehr klein. Es wäre also wirklich nur ein Notnagel. Ich werde mich jetzt mal darauf bewerben. Aber ich muss gestehen, ich habe relativ wenig Hoffnung. Es waren sehr, sehr viele Leute da. Also, die haben auch kaum Fragen beantwortet. Das war jetzt einfach nur reingehen, Zettel in die Hand nehmen und am besten wieder gehen. Also. Andere Interessenten hatten einen ähnlichen Eindruck. Der Vermieter sagt, es ging jetzt seit 15 Uhr. Und wir waren jetzt da oben. Ich habe gezählt, allein während meiner Zeit, während meinen 5 Minuten, 20 Leute, kann man sich ausrechnen, wie viele Interessenten das waren. Aber hey, that's business. Auf Lars Gregorius warten weitere Besichtigungen, bevor er abends, ziemlich geschafft, den weiten Heimweg nach Stuttgart antritt. Der kleine Erik bringt das Leben seiner Eltern ganz schön durcheinander. Erst vor einem Jahr zogen Judith Schröder, Grafikerin, und Lars Borgmann, Psychologe in der Werbebranche, in diese Zwei-Zimmer-Wohnung. Jetzt sind 2 Zimmer auf Dauer für die Familie zu wenig. Es ist einfach in München so, dass das ganze Leben relativ teuer ist. Wir sind uns dessen auch bewusst, dass es uns finanziell gut geht. Aber es bleibt nichts über. Also wir kommen hin. Es ist aber nicht so, dass wir mal irgendwie schaffen, etwas an die Seite zu legen. Das Paar wohnte früher in Bielefeld. Dort zahlten sie für 90 Quadratmeter 600 Euro warm. Und dann kommt man hierher und dann schluckt man doch erstmal ganz schön. Das war ein Gott. Die Wohnung, also unsere anderen Wohnungen waren einfach schöner und haben die Hälfte oder ein Drittel gekostet. Das ist schon ganz verrückt irgendwie. Für ihre 2-Zimmer-Wohnung zahlen sie 1.300 Euro. Viel mehr darf eine neue auch nicht kosten. Und irgendwann sieht man es auch einfach nicht mehr ein. Also ich will auch einfach nicht für eine 50-Quadratmeter-Wohnung 1.800 Euro zahlen. Nein, aber das ist jetzt, obwohl doch, in der Innenstadt findest du es genauso. Und das ist Unsinn, das möchte ich einfach auch nicht. Ich frage mich, die ganze Zeitung ist voll mit Wohnungen, die so bei 1.600 beginnen. Da gibt es wirklich viele Angebote. Ich glaube, das wäre nicht das Problem, eine Wohnung für 1.600 zu finden. Aber vielleicht, das sind auch genau die 300 Euro, die bei uns halt nicht mehr drin sind. Und ich frage mich auch, bei wem die drin sind. Lars Borgmann muss ins Büro. Judith Schröder ist noch in Elternzeit. Vor 2 Tagen haben sie sich eine schöne und günstige Wohnung angesehen. Leider, wie immer, zusammen mit vielen anderen Interessenten. Heute soll Judith Schröder nachfragen. Vielleicht haben sie Glück und bekommen die Wohnung. Hier ist Judith Schröder. Hallo, Frau Egerer. Ich hatte Sie am Montag angerufen zu der Wohnung in der Oberländerstraße. Und Sie meinten, ich könnte mich gegen Ende der Woche noch einmal melden. Gibt es da schon was Neues?
Ah, alles klar. Dankeschön, tschüss. Leider nicht geklappt. Ich habe nicht wirklich mitgerechnet, dass wir so bekommen. Also klar, enttäuscht, war eine schöne Wohnung. Es war eine nette Frau, sie versucht mich mal irgendwie ein bisschen im Kopf zu behalten. Mal gucken, vielleicht, manchmal hat man ja auch Glück. Immer wenn Judith Schröder ihre Wohnung verlässt und auf die andere Straßenseite schaut, dann ärgert sie sich. Dort steht ein Haus, das keinen schlechten Eindruck macht, seit mehr als einem Jahr leer, trotz akuter Wohnungsnot in München. So von außen sieht es gut aus. Da fragt man sich ja schon, wie das sein kann, wenn ich so an die ganzen Familien denke, die wirklich sehr dringend eine Wohnung hier brauchen. Und ich weiß nicht, ob es bei diesem Haus der Fall ist, aber man hat immer so die Vermutung, dass das natürlich irgendwann abgerissen wird und luxussaniert wird. Mal gucken, wie es in München weitergeht, ob das so spannend bleibt, wenn nur noch Leute hier wohnen, die sich diese Wohnungen leisten können, diese luxussanierten. Ihre Ahnung bestätigt sich. Die Abrissgenehmigung für das Haus wurde schon beantragt. Lokführer Gregorius hat heute einen freien Tag. Wie immer in der letzten Zeit heißt freier Tag, um 6 Uhr aufstehen, von Stuttgart nach München fahren, für den nächsten Besichtigungsmarathon. Also suchen tue ich jetzt seit Anfang, Mitte Dezember und bin jetzt aktuell knapp 9.500 Kilometer unterwegs. Heute kommen noch mal 300 dazu, also ich knack die 10.000 bestimmt noch. Seine heutige Besichtigungstour beginnt in München-Giesing. Ein Zimmerwohnung, 30 Quadratmeter, 610 Euro warm. Die Wohnung ist nett. Sie ist bezahlbar für den Münchner Raum, auch mit einer sehr zentralen Lage. Das muss ich wirklich sagen, hätte ich nicht gedacht. Er würde sie nehmen, aber kriegt er sie auch? Nächste Station. Dachgeschoss, 2 Zimmer, 19 Euro Miete pro Quadratmeter. Schnell gucken und weiter zur nächsten und zur übernächsten. Es wird Abend. 9 Wohnungen hat Lokführer Gregorius an diesem Tag besichtigt. Er hat kein gutes Gefühl. Klar, also war das jetzt verschwendete Zeit für mich, weil wie gesagt, ich bin seit heute Morgen um 6 Uhr unterwegs und bin heute Abend erst um 11:30 zu Hause, aber was will man machen? Muss man durch, in der Hoffnung, irgendwann doch noch das Richtige für sich zu finden. 3 Stunden wird er brauchen, bis er endlich wieder zu Hause im Raum Stuttgart angekommen ist. Mit Immobilien werden in Großstädten gute Geschäfte gemacht. Wollten noch vor 20 Jahren die Menschen lieber raus aus der Stadt, so zieht es sie heute zurück. Sie wollen dort wohnen, wo sie arbeiten. Die Folge? Der Wohnraum wird knapp. Die Mieten steigen rasant. Aber auch wer eine Wohnung hat, ist vor drastischen Mietsteigerungen nicht geschützt. Das Zauberwort heißt energetische Modernisierung. Mieten lassen sich damit in kürzester Zeit in ungeahnte Höhen steigern. Die Kaltmiete von Holger Schelpmeiers Wohnung würde sich wegen diverser Modernisierungsmaßnahmen im Ergebnis um ca. 75% erhöhen. Nicht alles, was sein Vermieter plant, will Holger Schelpmeier akzeptieren. Er fürchtet Mietsteigerungen. Er möchte nur eine übliche Instandsetzung, nicht aber eine Modernisierung, die monatlich auf die Miete umgelegt werden kann. Gegen eine Zentralheizung hat er aber nichts. Ja, ich habe mit ihm das explizit ausgemacht, dass ich also bis ins neue Jahr noch heize, bis er die Zentralheizung einbauen lässt. Und mit seinem Einverständnis und Wissen habe ich mir auch noch Öl anliefern lassen. Aber mit dem Öl wird er nicht mehr heizen können. Der Eigentümer hat begonnen, die Schornsteine abreißen zu lassen. Mieter fragten bei Bezirksschornsteinfeger Udo Vogt nach, der alle Betroffenen über die entstandene Lage informiert. Ich muss Ihnen erklären, mit Ihrem Gasboiler, das passt nicht mehr. Ich habe heute das Gas stilllegen lassen müssen. Ohne Abzug, ohne Schornsteine dürfen die Gasgeräte nicht betrieben werden. Der Schornsteinfeger ist schockiert. Ich bin seit über 20 Jahren bin ich hier zuständig rund um den Hauptbahnhof und glauben Sie mir, ich habe schon viel erlebt, aber derartige Situation ist mir bisher noch nicht untergekommen. Ja, der Zustand hier war absolut lebensbedrohlich für die Menschen. Durch das, dass der Schornstein abgerissen wurde, ist das entstehende Abgas in vollem Umfang in die Wohnung geströmt. Also man muss wirklich sagen, es lag nur daran, dass mich wer angerufen hat. Ansonsten wäre es hier mit hundertprozentiger Sicherheit zum
Unglücksfall gekommen. Schriftlich erklärt dazu der Vermieter, die Kamine mussten aufgrund der fehlenden Standsicherheit und dem hohen Versottungsgrad entfernt werden. Die Gasrohre waren im Treppenhaus offen verlegt, was ebenfalls gesetzlich nicht mehr zulässig ist. Der Kaminkehrer hat hier über Jahre hinweg diese eindeutig rechtswidrigen und sicherheitstechnisch bedenklichen Zustände geduldet. Die Bauarbeiten wurden mehrfach sowohl schriftlich als auch mündlich den betroffenen Mietern gegenüber angekündigt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Mieter. Der zuständige Schornsteinfeger widerspricht dieser Darstellung. Ich kann es für dieses Haus eben aus der Erfahrung sagen, die Kamine und Abgasanlagen wurden ja in der Vergangenheit regelmäßig geprüft und auch gereinigt. Versottung oder dergleichen waren in der Vergangenheit, wurden nicht festgestellt und insofern lagen die nicht vor. Selbst wenn Versottung oder Durchfeuchtung vorliegen, dann behebt man die entsprechend und reißt eben nicht den Schornstein weg. Holger Scheldmeier jedenfalls wurde vom Abriss der Schornsteine überrascht. Wurden Sie informiert, dass der Kamin abgerissen? Ich wurde zu keinem Zeitpunkt jemals informiert vom Vermieter zuvor, dass er plant, die Kamine abzureißen. Ob die Mieter tatsächlich in Gefahr waren, dazu ermittelt jetzt die Polizei. Judith Schröder, die junge Mutter, hat einen neuen Besichtigungstermin. Eine schöne, familiengerechte Wohnung, allerdings keinen Steinwurf von der Autobahn München-Nürnberg entfernt. Die Wohnung ist für München ein echtes Schnäppchen. Für 90 Quadratmeter werden nur 1.300 Euro warm verlangt. Eine schöne Wohnung, auf jeden Fall. Ein bisschen laut. Ich glaube, die werde ich dem Lars nicht andrehen können. Schade, weil es sind 3,5 Zimmer. Selten und bezahlbar. Immer noch nichts Passendes gefunden. Die junge Familie wendet sich an einen Makler. Eigentlich wollten sie das nicht, denn Makler sind teuer. Sie wollen wissen, ob es in München überhaupt eine Wohnung zu ihren Preisvorstellungen gibt. Also ist so eine 1.400 Euro Wohnung warm mit 3 Zimmern überhaupt noch realistisch? Ist ganz schwer möglich, ganz schwer möglich. Unter 1.000 Euro ist für eine Familie ist fast unmöglich, eine Wohnung zu bekommen als Kaltmiete, das versteht sich. Man muss sicherlich 1.200, 1.300 Euro rechnen und dann kommen die Nebenkosten dazu. Aber letztendlich muss man etwa 1.500 Euro rechnen, vielleicht 1.600. In München gibt es viel Arbeit, aber zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Wie teuer darf Wohnen werden? Im Sanierungshaus in der Maxvorstadt wird um genau diese Frage gerungen. Nach langem Hin und Her hat Holger Scheldmeier jetzt zugestimmt, dass der Vermieter die Badewanne rausreißen kann, um neue Fallrohre zu verlegen. Ich habe kein warmes Wasser, weil der Gasdurchlauferhitzer, der kann ja nicht mehr betrieben werden aus Sicherheitsgründen, weil der Kamin ja nicht da ist. Und jetzt ist mir seit längerer Zeit auch das Wasser abgestellt. Die Verantwortung dafür weist der Vermieter zurück. Er sieht die Schuld beim Mieter. In der Stellungnahme des Vermieters heißt es, der Mieter hat sämtliche Angebote kategorisch ausgeschlagen. Er lässt sich bis heute weder an das bereits bestehende Fernwärmenetz anschließen, noch gestattet er die Wiederherstellung der Warmwasserversorgung. Aus Sicht des Mieters sind die Angebote allerdings mit Modernisierungen, wie zum Beispiel einer Fußbodenheizung, verknüpft. Am Ende könnten die Kosten zum Teil auf seine Miete umgelegt werden. Er besteht deshalb auf einer normalen Instandsetzung. Solange dieser Streit besteht, kann nicht weitergebaut werden. Die Fronten sind verhärtet, beide fühlen sich im Recht. Der Vermieter hat ihm aber gestattet, das unfertige Bad der Bauarbeiter mitzubenutzen. Wenn er Wasser braucht, geht er aber lieber zur Nachbarin. Kann ich mal wieder auf Toilette gehen? Ja, viel Spaß. Doch auch sie hat gerade weder Warmwasser noch Heizung. Am Abend erkundigt sich der Münchner Kommunalpolitiker Werner Stadler über die Situation im Haus. Die Strategien so mancher Wohnungseigentümer sind ihm wohl bekannt. Man macht den Mietern Angst. Genau. So viel Angst, dass sie dann irgendwann freiwillig gehen. Und man sperrt Strom und Wasser, alles, damit sie endlich weich werden. Vom Abbau der Schornsteine hat Werner Stadler aus der Zeitung erfahren und hat Strafanzeige erstattet. Aber dieses hat dem Foss den Boden ausgeschlagen, genau. Das heißt, also, er muss angezeigt werden, anders geht es nicht.
Der Vermieter betont, er habe die Bewohner nicht gefährdet und alle seien rechtzeitig unterrichtet worden. Kommunalpolitiker beklagen, dass die Gemeinden nicht viele Möglichkeiten hätten, um Auflagen durchzusetzen. Die Stadt könne Bußgelder verhängen, doch die täten nicht weh angesichts der zu erwartenden Gewinne. Demonstration vor dem leerstehenden Haus in Schwabing. Nun steht es fest, der Abriss wurde genehmigt, weil die Erhaltung des Gebäudes zu teuer sei. Familie Borgmann-Schröder verfolgt das Geschehen in ihrer Nachbarschaft. Sie ärgern sich, dass trotz Wohnungsnot in München Hunderte, vielleicht Tausende Wohnungen leer stehen, weil sie luxussaniert oder die Häuser ganz abgerissen werden sollen. Die satirische Antwort auf die Immobilienspekulation in München sind die Jungs von Goldgrund. Wie heißt denn? Erik! Also wir reißen erstmal dieses Haus ab. Sieht man da einen Balkon? Ist es familienfreundlich? Ich würde sagen nein, oder? Nein. Goldgrund spielen Immobilienhaie. Bei aller Übertreibung wirkt ihr Verhalten fast echt. Die Umwandlung von günstigem Wohnraum in teuren ist hier nichts Ungewöhnliches. Im Stadtteil Schwabing ist man schon bei 20 Euro kalt und mehr für den Quadratmeter angekommen. Angesichts dieser Lage findet Familienvater Borgmann Leerstand empörend. Weil das wäre so ein Haus, wo wir sagen würden, prima, das wäre genau ein Haus, wo wir gerne einziehen wollen würden, so wie wir uns das vorstellen, mit den kleinen, netten Wohnungen, die jetzt auch nicht so wahnsinnig renoviert sein müsste oder so, sondern wo man selber noch irgendwie was reinstecken könnte. Und das ärgert einen dann schon. Man denkt immer so, nee, das ist ja, wird ja eh alles entschieden. Man fühlt sich so machtlos. Das ist halt ein bisschen zu. Deswegen ist es umso schöner, dass es so viele Leute gibt, die sich hier engagieren und das so toll machen. Ja, wir sind hier nicht die Hauptattraktion, ne? Das Haus, das abgerissen werden soll. Und da kann man sich auch mal überlegen, was kann da reinkommen. Da so etwas zum Beispiel. Für manche ein Hassobjekt, für andere das Edelste, was der Münchner Markt zu bieten hat, das Seven. Helmut Hensel gehört zu den Glücklichen, die sich in Münchens teuerster und exklusivster Wohnlage eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Küche und Bad leisten können. Seine Wohnung hat er erstmal einem befreundeten Künstler für einige Monate überlassen. Gut 1 Million Euro hat das Apartment gekostet. Lange überlegen durfte Helmut Hensel bei dem Preis nicht. Er musste sich schon entscheiden, bevor überhaupt eine Baugenehmigung vorlag. Wir hatten kaum eine Woche Zeit, um uns dafür zu entscheiden. Ich weiß, die Wohnungen waren sehr schnell ausverkauft vom gesamten Objekt. Bereut hat er seinen Kauf nicht. Gestern hat er die Wohnung übernommen. Morgen könnte er sie schon mit einem Gewinn von gut 30% verkaufen. Hast du? Es müsste ein bisschen nach Fenster. Die Wertsteigerung alleine schon und die geringen Zinsen sind eine Kombination, die jeder Immobilienkäufer sich nur wünschen kann. Das Seven ist für den Künstler Alfred Kainz ein Glücksfall. Jeden Tag ziehen hier reiche Leute ein. Und hier können seine potenziellen Kunden sehen, wie seine Kunst in die Räume des Seven passt. Mehr geht nicht. Der perfekte Showroom. Natürlich ideal. Ich meine, das Umfeld da mitten in München, zentral und nur zum Seven, die, sag jetzt mal, wahrscheinlich die teuerste Wohngegend oder wo es die teuersten Wohnungen gibt. Und dementsprechend ist auch Publikum, wo man auch mal diese Sachen zeigen kann, direkt vor Ort. Oder wie das auch wirkt im Raum. Man könnte reinbeißen, ja. Besitzer Hensel wird hier noch nicht einziehen. Er hat Nachwuchs bekommen, er braucht mehr Räume. Aber möblieren will er die Wohnung schon. Die Möbel fehlen noch, die werden aber noch kommen, sind in Fertigung. Da haben wir einige Bäume schlagen lassen in Transsilvanien. Und die sind jetzt noch beim Trocknen und beim Fertigen. Und irgendwann stehen da Möbel aus Holz aus meiner Heimat. Helmut Hensel stammt aus Siebenbürgen. In München betreibt er unter anderem ein beliebtes Hotel in zentraler Lage. Mittendrin eine der besondersten Wohnungen zu haben, könnte schon ja, der eigenen Eitelkeit manchmal dienen, aber auch eine tolle Wohnung einfach zu haben. Ja. Also
Warum nicht, wenn es geht und wenn man das Glück hat, sie erwerben zu können? Glück könnte sie gerade gut gebrauchen. Elfi Wiesmann hat eine kleine, bezahlbare Wohnung in der Gemeinde Planegg in der Nähe von München. Doch sie muss ausziehen, muss die geliebte und schön renovierte Wohnung verlassen. Ihre Vermieterin hat ihr wegen Eigenbedarf gekündigt. Ja, ich muss leider nach 24 Jahren hier ausziehen und mich auf Wohnungssuche begeben in der schweren Zeit. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Seit 1,5 Jahren sucht Elfi Wiesmann. In 2 Monaten muss sie ihr Zuhause verlassen haben, so das Räumungsurteil. Ein weiterer Aufschub ist unwahrscheinlich. Elfi Wiesmann arbeitet als Haushälterin. Weil es so schwer ist, eine Wohnung zu finden, hilft auch ihre Arbeitgeberin. Die 1.500 Euro, die spendiert meine Chefin, weil sie glaubt, dass nur mit Belohnung jetzt mal noch eine Wohnung zu finden ist. Das machen ja schon viele. Und ich finde es sehr großzügig. Elfi Wiesmann hat eine halbe Stelle. Das reicht nicht zum Leben. Das Jobcenter stockt auf. Empfänger von Arbeitslosengeld II haben es schwer, sich gegen Interessenten mit fester Anstellung durchzusetzen, trotz Belohnung. Ich habe sehr lange keine Wohnung mehr gesucht und wusste nicht, wie schlimm sich der Wohnungsmarkt entwickelt hat. Und vor allen Dingen, wie schlimm auch die Mietpreise gestiegen sind. Der Markt für kleine Wohnungen ist eng und Elfi Wiesmann läuft die Zeit davon. Sie sucht angespannt. Diese Einzimmerwohnung ist hell, in gutem Zustand, allerdings ohne Küche. Und was kostet die? Hier 39 Quadratmeter, sind 840 Fragen, dann schauen Sie sich einfach mal um. 840 Euro sind für Elfi Wiesmann zu viel und auch die anderen Wohnungen, die sie sich heute noch ansieht, kann sie sich nicht leisten. Das Sanierungshaus in der Maxvorstadt sieht von außen schon ganz schick aus, aber innen tobt immer noch ein Kampf. Mieter Holger Schelbmeier hat Besuch von seiner Anwältin Christine Panda. Vor einigen Tagen hat ihm sein Vermieter fristlos gekündigt. Die Begründung hat es in sich. Ja, also der Vermieter wirft mir vor, ich würde wahlweise in das Waschbecken urinieren oder sogar hier rein in dieses Loch urinieren. Was für ein vollkommen absurder Vorwurf ist. Im Kündigungsschreiben weist der Vermieter darauf hin, dass er den Mieter mehrfach aufgefordert habe, aufgrund der offenen Fallrohre das Urinieren in das Waschbecken zu unterlassen. Da muss ich natürlich Herr Schelbmeier mit rechtlichen Möglichkeiten wehren, also natürlich den Sachverhalt erstmal klarstellen bzw. auch bestreiten. Es ist ja dann Seite des Vermieters, dass diese Behauptung nachzuweisen. Seine Anwältin kann sich nicht vorstellen, dass der Vermieter diese Kündigung vor Gericht durchsetzen kann. Die ständigen Konflikte zermürben ihn. Er will nicht ausziehen, aber so kann es auch nicht mehr lange weitergehen. Ich wohne hier seit 15 Jahren. Mein Sohn ist ja mit aufgewachsen, als Baby war er hier in der Wohnung. Das tut mir sehr leid, wenn ich raus muss. Kommt es zum Konflikt bei Modernisierungen, dann halten nicht viele Mieter so lange durch wie Holger Schelbmeier. Starkbierfest im Münchner Augustinerkeller. Lokführer Lars Gregorius hat endlich auch was zu feiern. Das hofft er zumindest. Also heute lief es ganz gut. Ich hatte eine Wohnung in Aussicht. Ich hatte ein gutes Gefühl, auch von den Vermietern her. Ich denke, das passt. Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb von München, knapp 10 Kilometer davor, aber mit S-Bahn-Anschluss. Also optimal, man kommt schnell in die Innenstadt.
Man kann einfach mal runterkommen, man denkt nicht ganz Zeit an die Wohnung. Man kann einfach mal den Abend genießen, das ist herrlich. Elfi Wiesmann dagegen steht immer mehr unter Druck. Sie nimmt wirklich jeden Termin wahr, den sie kriegen kann. Eine Einzimmerwohnung, 535 Euro warm. Doch mit den jüngeren Bewerbern mit festem Einkommen kann sie auch hier nicht konkurrieren. Ja, aber Sie haben ja gehört, dass bei so einer Wohnung sofort wieder 200 Bewerber oder was sind. Immer so dieses Glücksspiel, dieses Lotteriespiel, das ist halt nicht so gut. Ihre letzte Hoffnung, die Anlaufstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Dass sie hier hin muss, ist ein Albtraum für sie. Aber der Räumungstermin rückt immer näher. Es zermürbt einen. Wie die Menschen am Rand dort stehen und eigentlich kurz vorm Zusammenklappen sind, weil es kein Ergebnis gibt. Wenn sie bei einem Vermieter anrufen und sagt zu einer, sie sind zu alt für ein Mieterverhältnis, ist das eine Frechheit. Ich frage mich, welcher Mieter hat dann nur eine Chance? Wenn nicht schnell etwas passiert, dann muss sie in eine Notunterkunft ziehen. Das will sie aber auf keinen Fall. Das kommt noch dazu, dass es für Frauen in so einer Situation nicht sehr viel Hilfe gibt. Ja, toll. Alle Frauen hört's her. Toll. Ihre Zettel mit der Belohnung für eine kleine Wohnung sind längst überklebt. Niemand hat sich bei Elfi Wiesmann gemeldet. Zu allem Überfluss streikt jetzt auch noch der Computer. Kann nicht geöffnet werden, warum auch immer, weiß nicht. Ich habe keine Nerven mehr. Zurzeit schon lange nicht, länger nicht mehr. Nur noch 3 Wochen Zeit, dann muss sie ausgezogen sein. Ja, was meinst du, was ich bin? Vielleicht zeige ich es jetzt nicht unbedingt so, aber ich bin extrem verzweifelt. Jetzt kann ich vielleicht bald meine neue Adresse anmelden unter der Brücke Nummer 12, Busch 15 oder was? Das ist für mich jetzt im Moment, wie meine ganze Lebensexistenz zerstört ist. Ich bin sprachlos. Familie Borgmann-Schröder hat mehr Glück. Über Freunde haben sie eine bezahlbare 3-Zimmer-Wohnung gefunden. Das gute Einkommen hat sicherlich auch dabei geholfen. Die Stelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit hat Elfi Wiesmann empfohlen, nach Leipzig zu ziehen. Dort gäbe es billigen Wohnraum. Sie sucht aber weiter, denn sie will ihre Heimat nicht verlassen. Lokführer Lars Gregorius' lange Suche hat schließlich ein gutes Ende gefunden. Wie erhofft, hat er die Wohnung, auf die er schon angestoßen hatte, bekommen. 2 Zimmer, 60 Quadratmeter, für 700 Euro warm, etwas außerhalb von München. Ja, also ich muss sagen, hier habe ich echt Glück gehabt mit der Wohnung. Es ist eine sehr schöne Wohnung, mit einer sehr schönen Lage, die auch bezahlbar ist für den Raum. Also ich kann mein Glück noch gar nicht glauben. Wer ein gutes und festes Gehalt hat, findet irgendwann auch in den hochpreisigen Metropolen eine Wohnung. Die wirtschaftlich Schwachen aber haben dort kaum eine Chance. Sie müssen nicht nur ihre gewohnten Viertel verlassen, manche werden ihre Heimat verlieren. Es wird eng in Deutschlands Städten. Selbst wenn Versottung oder Durchfeuchtung vorliegen, dann behebt man die entsprechend und reißt eben nicht den Schornstein weg. Holger Scheldmeier jedenfalls wurde vom Abriss der Schornsteine überrascht. Wurden Sie informiert, dass der Kamin abgerissen? Ich wurde zu keinem Zeitpunkt jemals informiert vom Vermieter zuvor, dass er plant, die Kamine abzureißen. Ob die Mieter tatsächlich in Gefahr waren, dazu ermittelt jetzt die Polizei. Judith Schröder, die junge Mutter, hat einen neuen Besichtigungstermin. Eine schöne, familiengerechte Wohnung, allerdings keinen Steinwurf von der Autobahn München-Nürnberg entfernt. Die Wohnung ist für München ein echtes Schnäppchen. Für 90 Quadratmeter werden nur 1.300 Euro warm verlangt. Eine schöne Wohnung, auf jeden Fall. Ein bisschen laut. Ich glaube, die werde ich dem Lars nicht andrehen können. Schade, weil es sind 3,5 Zimmer. Selten und bezahlbar. Immer noch nichts Passendes gefunden. Die junge Familie wendet sich an einen Makler. Eigentlich wollten sie das nicht, denn Makler sind teuer.
Sie wollen wissen, ob es in München überhaupt eine Wohnung zu ihren Preisvorstellungen gibt. Also ist so eine 1.400-Euro-Wohnung warm mit drei Zimmern überhaupt noch realistisch? Ist ganz schwer möglich, ganz schwer möglich. Unter 1.000 Euro ist für eine Familie ist fast unmöglich, eine Wohnung zu bekommen als Kaltmiete, das versteht sich. Man muss sicherlich 1.200, 1.300 Euro rechnen und dann kommen die Nebenkosten dazu. Aber letztendlich muss man etwa 1.500 Euro rechnen, vielleicht 1.600. In München gibt es viel Arbeit, aber zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Wie teuer darf Wohnen werden? Im Sanierungshaus in der Maxvorstadt wird um genau diese Frage gerungen. Nach langem Hin und Her hat Holger Schelpmeier jetzt zugestimmt, dass der Vermieter die Badewanne rausreißen kann, um neue Fallrohre zu verlegen. Ich habe kein warmes Wasser, weil der Gasdurchlauferhitzer, der kann ja nicht mehr betrieben werden aus Sicherheitsgründen, weil der Kamin ja nicht da ist. Und jetzt ist mir seit längerer Zeit auch das Wasser abgestellt. Die Verantwortung dafür weist der Vermieter zurück. Er sieht die Schuld beim Mieter. In der Stellungnahme des Vermieters heißt es, der Mieter hat sämtliche Angebote kategorisch ausgeschlagen. Er lässt sich bis heute weder an das bereits bestehende Fernwärmenetz anschließen, noch gestattet er die Wiederherstellung der Warmwasserversorgung. Aus Sicht des Mieters sind die Angebote allerdings mit Modernisierungen, wie zum Beispiel einer Fußbodenheizung, verknüpft. Am Ende könnten die Kosten zum Teil auf seine Miete umgelegt werden. Er besteht deshalb auf einer normalen Instandsetzung. Solange dieser Streit besteht, kann nicht weitergebaut werden. Er hat Nachwuchs bekommen, er braucht mehr Räume. Aber möblieren will er die Wohnung schon. Die Möbel fehlen noch, die werden aber noch kommen, sind in Fertigung. Da haben wir einige Bäume schlagen lassen in Transsilvanien. Und die sind jetzt noch beim Trocknen und beim Fertigen. Und irgendwann stehen da Möbel aus Holz aus meiner Heimat. Helmut Hensel stammt aus Siebenbürgen. In München betreibt er unter anderem ein beliebtes Hotel in zentraler Lage. Mittendrin eine der besondersten Wohnungen zu haben, könnte schon der eigenen Eitelkeit manchmal dienen, aber auch eine tolle Wohnung einfach zu haben. Ja. Also warum nicht, wenn es geht und wenn man das Glück hat, sie erwerben zu können. Glück könnte sie gerade gut gebrauchen. Elfi Wiesmann hat eine kleine bezahlbare Wohnung in der Gemeinde Planegg in der Nähe von München. Doch sie muss ausziehen, muss die geliebte und schön renovierte Wohnung verlassen. Ihre Vermieterin hat ihr wegen Eigenbedarf gekündigt. Ja, ich muss leider nach 24 Jahren hier ausziehen und mich auf Wohnungssuche begeben in der schweren Zeit. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Seit 1,5 Jahren sucht Elfi Wiesmann. In 2 Monaten muss sie ihr Zuhause verlassen haben, so das Räumungsurteil. Ein weiterer Aufschub ist unwahrscheinlich. Elfi Wiesmann arbeitet als Haushälterin. Weil es so schwer ist, eine Wohnung zu finden, hilft auch ihre Arbeitgeberin. Die 1.500 Euro, die spendiert meine Chefin, weil sie glaubt, dass nur mit Belohnung jetzt mal noch eine Wohnung zu finden ist. Das machen ja schon viele. Und ich finde es sehr großzügig. Elfi Wiesmann hat eine halbe Stelle. Das reicht nicht zum Leben. Das Jobcenter stockt auf. Empfänger von Arbeitslosengeld II haben es schwer, sich gegen Interessenten mit fester Anstellung durchzusetzen, trotz Belohnung. Ich habe sehr lange keine Wohnung mehr gesucht und wusste nicht, wie schlimm sich der Wohnungsmarkt entwickelt hat. Und vor allen Dingen, wie schlimm auch die Mietpreise gestiegen sind. Der Markt für kleine Wohnungen ist eng und Elfi Wiesmann läuft die Zeit davon. Sie sucht angespannt. Diese Einzimmerwohnung ist hell, in gutem Zustand, allerdings ohne Küche. Es müsste ein bisschen nach Fenster. Die Wertsteigerung alleine schon und die geringen Zinsen sind eine Kombination, die jeder Immobilien
Käufer sich nur wünschen kann. Das Seven ist für den Künstler Alfred Kainz ein Glücksfall. Jeden Tag ziehen hier reiche Leute ein. Und hier können seine potenziellen Kunden sehen, wie seine Kunst in die Räume des Seven passt. Mehr geht nicht. Der perfekte Showroom. Natürlich ideal. Ich meine, das Umfeld da mitten in München, zentral und unter dem Seven, die, sag jetzt mal, wahrscheinlich die teuerste Wohngegend oder wo es die teuersten Wohnungen gibt. Und dementsprechend ist auch Publikum, wo man auch mal diese Sachen zeigen kann, direkt vor Ort. Oder wie das auch wirkt, im Raum. Man könnte reinbeißen, ja. Besitzer Hänsel wird hier noch nicht einziehen. Er hat Nachwuchs bekommen, er braucht mehr Räume. Aber möblieren will er die Wohnung schon. Die Möbel fehlen noch, die werden aber noch kommen, sind in Fertigung. Da haben wir einige Bäume schlagen lassen in Transsilvanien. Und die sind jetzt noch beim Trocknen und beim Fertigen. Und irgendwann stehen da Möbel aus Holz aus meiner Heimat. Helmut Hänsel stammt aus Siebenbürgen. In München betreibt er unter anderem ein beliebtes Hotel in zentraler Lage. Mittendrin eine der besondersten Wohnungen zu haben, könnte schon der eigenen Eitelkeit manchmal dienen, aber auch eine tolle Wohnung einfach zu haben. Ja. Also warum nicht, wenn es geht und wenn man das Glück hat, sie erwerben zu können. Glück könnte sie gerade gut gebrauchen. Elfi Wiesmann hat eine kleine, bezahlbare Wohnung in der Gemeinde Planegg in der Nähe von München. Doch sie muss ausziehen, muss die geliebte und schön renovierte Wohnung verlassen. Ihre Vermieterin hat ihr wegen Eigenbedarf gekündigt. Ja, ich muss leider nach 24 Jahren hier ausziehen und mich auf Wohnungssuche begeben in der schweren Zeit. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Seit 1,5 Jahren sucht Elfi Wiesmann. In 2 Monaten muss sie ihr Zuhause verlassen haben, so das Räumungsurteil. Ein weiterer Aufschub ist unwahrscheinlich. Elfi Wiesmann arbeitet als Haushälterin. Weil es so schwer ist, eine Wohnung zu finden, hilft auch ihre Arbeitgeberin. Die 1.500 Euro, die spendiert meine Chefin, weil sie glaubt, dass nur mit Belohnung gestellt. Die Verantwortung dafür weist der Vermieter zurück. Er sieht die Schuld beim Mieter. In der Stellungnahme des Vermieters heißt es, der Mieter hat sämtliche Angebote kategorisch ausgeschlagen. Er lässt sich bis heute weder an das bereits bestehende Fernwärmenetz anschließen, noch gestattet er die Wiederherstellung der Warmwasserversorgung. Aus Sicht des Mieters sind die Angebote allerdings mit Modernisierungen, wie zum Beispiel einer Fußbodenheizung, verknüpft. Am Ende könnten die Kosten zum Teil auf seine Miete umgelegt werden. Er besteht deshalb auf einer normalen Instandsetzung. Solange dieser Streit besteht, kann nicht weitergebaut werden. Die Fronten sind verhärtet, beide fühlen sich im Recht. Der Vermieter hat ihm aber gestattet, das unfertige Bad der Bauarbeiter mitzubenutzen. Wenn er Wasser braucht, geht er aber lieber zur Nachbarin. Das Wasser, ne? Kann ich mal wieder auf Toilette gehen? Ja, viel Spaß. Doch auch sie hat gerade weder Warmwasser noch Heizung. Am Abend erkundigt sich der Münchner Kommunalpolitiker Werner Stadler über die Situation im Haus. Die Strategien so mancher Wohnungseigentümer sind ihm wohl bekannt. Man macht den Mietern Angst. Genau. So viel Angst, dass sie dann irgendwann freiwillig gehen. Und man sperrt Strom und Wasser, alles, damit sie endlich weich werden. Vom Abbau der Schornsteine hat Werner Stadler aus der Zeitung erfahren und hat Strafanzeige erstattet. Aber dieses hat dem Foss den Boden ausgeschlagen, genau. Das heißt, also, er muss angezeigt werden, anders geht es nicht. Der Vermieter betont, er habe die Bewohner nicht gefährdet und alle seien rechtzeitig unterrichtet worden. Kommunalpolitiker beklagen, dass die Gemeinden nicht viele Möglichkeiten hätten, um Auflagen durchzusetzen. Die Stadt könne Bußgelder verhängen, doch die täten nicht weh angesichts der zu erwartenden Gewinne. Ja.
Demonstration vor dem leerstehenden Haus in Schwabing. Nun steht es fest, der Abriss wurde genehmigt, weil die Erhaltung des Gebäudes zu teuer sei. Familie Borgmann-Schröder verfolgt das Geschehen in ihrer Nachbarschaft. Sie ärgern sich, dass trotz Wohnungsnot in München Hunderte, vielleicht Tausende Wohnungen leer stehen, weil sie luxussaniert oder die Häuser ganz abgerissen werden sollen. Die satirische Antwort auf die Immobilienspekulation in München sind die Jungs von Goldgrund. Ja, wie heißt denn? Erik. Also wir reißen erstmal dieses Haus ab. Sieht man da einen Balkon? Ist es familienfreundlich? Ich würde sagen nein, oder? Nein. Goldgrund spielen Immobilienhaie. Bei aller Übertreibung wirkt ihr Verhalten fast echt. Ist eng und Elfi Wiesmann läuft die Zeit davon. Sie sucht angespannt. Diese Einzimmerwohnung ist hell, in gutem Zustand, allerdings ohne Küche. Und was kostet die? Hier 39 Quadratmeter, sind 840 Waren, dann schauen Sie sich einfach mal um. 840 Euro sind für Elfi Wiesmann zu viel und auch die anderen Wohnungen, die sie sich heute noch ansieht, kann sie sich nicht leisten. Das Sanierungshaus in der Maxvorstadt sieht von außen schon ganz schick aus, aber innen tobt immer noch ein Kampf. Mieter Holger Schelpmeier hat Besuch von seiner Anwältin Christine Panda. Vor einigen Tagen hat ihm sein Vermieter fristlos gekündigt. Die Begründung hat es in sich. Ja, also der Vermieter wirft mir vor, ich würde wahlweise in das Waschbecken urinieren oder sogar hier rein in dieses Loch urinieren, was für vollkommen absurder Vorwurf ist. Im Kündigungsschreiben weist der Vermieter darauf hin, dass er den Mieter mehrfach aufgefordert habe, aufgrund der offenen Fallrohre das Urinieren in das Waschbecken zu unterlassen. Da muss ich natürlich, Herr Schelpmeier, mit rechtlichen Möglichkeiten wehren. Also natürlich den Sachverhalt erstmal klarstellen bzw. auch bestreiten. Es ist ja dann Seite des Vermieters, dass diese Behauptung nachzuweisen. Seine Anwältin kann sich nicht vorstellen, dass der Vermieter diese Kündigung vor Gericht durchsetzen kann. Die ständigen Konflikte zermürben ihn. Er will nicht ausziehen. Aber so kann es auch nicht mehr lange weitergehen. Ich wohne hier seit 15 Jahren. Mein Sohn ist ja mit aufgewachsen als Babypaar hier in der Wohnung. Das tut mir sehr leid, wenn ich raus muss. Kommt es zum Konflikt bei Modernisierungen, dann halten nicht viele Mieter so lange durch wie Holger Schelpmeier. Starkbierfest im Münchner Augustinerkeller. Lokführer Lars Gregorius hat endlich auch was zu feiern. Das hofft er zumindest. Also heute lief es ganz gut. Ich hatte eine Wohnung in Aussicht. Ich hatte ein gutes Gefühl, auch von den Vermietern her. Ich denke, das passt. Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb von München, knapp 10 Kilometer davor, aber mit S-Bahn-Anschluss. Also optimal, man kommt schnell in die Innenstadt. Ohne Abzug, ohne Schornsteine dürfen die Gasgeräte nicht betrieben werden. Der Schornsteinfeger ist schockiert. Ich bin seit über 20 Jahren bin ich hier zuständig rund um den Hauptbahnhof. Und glauben Sie mir, ich habe schon viel erlebt, aber derartige Situation ist mir bisher noch nicht untergekommen. Ja, der Zustand hier war absolut lebensbedrohlich für die Menschen. Durch das, dass der Schornstein abgerissen wurde, ist das entstehende Abgas in vollem Umfang in die Wohnung geströmt. Also man muss wirklich sagen, es lag nur daran, dass mich wer angerufen hat. Ansonsten wäre es hier mit hundertprozentiger Sicherheit zum Unglücksfall gekommen. Schriftlich erklärt dazu der Vermieter: Die Kamine mussten aufgrund der fehlenden Standsicherheit und dem hohen Versottungsgrad entfernt werden. Die Gasrohre waren im Treppenhaus offen verlegt, was ebenfalls gesetzlich nicht mehr zulässig ist. Der Kaminkehrer hat hier über Jahre hinweg diese eindeutig rechtswidrigen und sicherheitstechnisch bedenklichen Zustände geduldet.
Die Bauarbeiten wurden mehrfach sowohl schriftlich als auch mündlich den betroffenen Mietern gegenüber angekündigt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Mieter. Der zuständige Schornsteinfeger widerspricht dieser Darstellung. Ich kann es für dieses Haus eben aus der Erfahrung sagen, die Kamine und Abgasanlagen wurden ja in der Vergangenheit regelmäßig geprüft und auch gereinigt. Versottung oder dergleichen waren in der Vergangenheit, wurden nicht festgestellt und insofern lagen die nicht vor. Selbst wenn Versottung oder Durchfeuchtung vorliegen, dann behebt man die entsprechend und reißt eben nicht den Schornstein weg. Holger Scheldmeier jedenfalls wurde vom Abriss der Schornsteine überrascht. Wurden Sie informiert, dass der Kamin abgerissen? Ich wurde zu keinem Zeitpunkt jemals informiert vom Vermieter zuvor, dass er plant, die Kamine abzureißen. Ob die Mieter tatsächlich in Gefahr waren, dazu ermittelt jetzt die Polizei. Judith Schröder, die junge Mutter, hat einen neuen Besichtigungstermin. Eine schöne, familiengerechte Wohnung, allerdings keinen Steinwurf von der Autobahn München-Nürnberg entfernt. Die Wohnung ist für München ein echtes Schnäppchen. Für 90 Quadratmeter werden nur 1.300 Euro warm verlangt. Eine schöne Wohnung auf jeden Fall. Ein bisschen laut. Ich glaube, die werde ich dem Lars nicht andrehen können. Schade, weil es sind 3,5 Zimmer. Selten und bezahlbar. Immer noch nichts Passendes gefunden. Die junge Familie wendet sich an einen Makler. Eigentlich wollten sie das nicht, denn Makler sind teuer. Sie wollen wissen, ob es in München überhaupt eine Wohnung zu ihren Preisvorstellungen gibt, zieht es sie heute zurück. Sie wollen dort wohnen, wo sie arbeiten. Die Folge? Der Wohnraum wird knapp, die Mieten steigen rasant. Aber auch wer eine Wohnung hat, ist vor drastischen Mietsteigerungen nicht geschützt. Das Zauberwort heißt energetische Modernisierung. Mieten lassen sich damit in kürzester Zeit in ungeahnte Höhen steigern. Die Kaltmiete von Holger Scheldmeiers Wohnung würde sich wegen diverser Modernisierungsmaßnahmen im Ergebnis um ca. 75% erhöhen. Nicht alles, was sein Vermieter plant, will Holger Scheldmeier akzeptieren. Er fürchtet Mietsteigerungen. Er möchte nur eine übliche Instandsetzung, nicht aber eine Modernisierung, die monatlich auf die Miete umgelegt werden kann. Gegen eine Zentralheizung hat er aber nichts. Ja, ich habe mit ihm das explizit ausgemacht, dass ich also bis ins neue Jahr noch heize, bis er die Zentralheizung einbauen lässt. Und mit seinem Einverständnis und Wissen habe ich mir auch noch Öl anliefern lassen. Aber mit dem Öl wird er nicht mehr heizen können. Der Eigentümer hat begonnen, die Schornsteine abreißen zu lassen. Mieter fragten bei Bezirksschornsteinfeger Udo Vogt nach, der alle Betroffenen über die entstandene Lage informiert. Ich muss Ihnen erklären, mit Ihrem Gasboiler, das passt nicht mehr. Ich habe heute das Gas stilllegen lassen müssen. Ohne Abzug, ohne Schornsteine dürfen die Gasgeräte nicht betrieben werden. Der Schornsteinfeger ist schockiert. Ich bin seit über 20 Jahren bin ich hier zuständig rund um den Hauptbahnhof und glauben Sie mir, ich habe schon viel erlebt, aber derartige Situation ist mir bisher noch nicht untergekommen. Ja, der Zustand hier war absolut lebensbedrohlich für die Menschen. Durch das, dass der Schornstein abgerissen wurde, ist das entstehende Abgas in vollem Umfang in die Wohnung geströmt. Also man muss wirklich sagen, es lag nur daran, dass mich wer angerufen hat. Ansonsten wäre es hier mit hundertprozentiger Sicherheit zum Unglücksfall gekommen. Schriftlich erklärt dazu der Vermieter, die Kamine mussten aufgrund der fehlenden Standsicherheit und dem hohen Versottungsgrad entfernt werden. Die Gasrohre waren im Treppenhaus offen verlegt, was ebenfalls gesetzlich nicht mehr zulässig ist. Der Kaminkehrer hat hier über Jahre hinweg diese eindeutig rechtswidrigen und sicherheitstechnisch bedenklichen Zustände geduldet. Die Bauarbeiten wurden mehrfach sowohl schriftlich als auch mündlich den betroffenen Mietern gegenüber angekündigt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Mieter. Der zuständige Schornsteinfeger widerspricht dieser Darstellung. Ich kann es für dieses Haus eben aus der Erfahrung sagen, die Kamine und Abgasanlagen wurden ja in der Vergangenheit regelmäßig